Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse ins Gewandhaus und da soll jetzt gleich im Anschluss also die Ehrung der Schriftstellerin Marsha Gessend stattfinden, unter anderem dieses Buch geschrieben hat, im Surkamp Verlag erschienen und in dem sie also sehr stark Stellung bezieht, sehr, sehr, ja, wie ich meine, polemisch auch Stellung bezieht gegen das heutige Russland unter Putin. So sieht Demokratie in Sachsen aus. Für die Meinungsfreiheit! Für rechte Verlage auf der Buchmesse! Für die Meinungsfreiheit gegen Zensur! Gerade eben haben wir eine kleine Demo vom Haus erlebt gegen die Anwesenheit rechter Verlage auf der Buchmesse. Wir wollen natürlich demonstrieren, dass wir uns hier nicht vertreiben lassen, dass wir uns hier wohlfühlen auf der Buchmesse sozusagen. Ja, wir sind jetzt hier im Gewandhaus angekommen. Hier findet die Eröffnung der Leipziger Buchmesse statt. Und mit einem Schmunzeln musste ich jetzt gerade hier das Programm zur Kenntnis nehmen. Hier steht nämlich: die Ehrung der Preisträgerin Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2019. Und wenn man das Buch der Frau Gessend gelesen hat und weiß, was sie meint, nämlich Putins Russland, das heutige Russland, als sozusagen als den Aggressor, als einen totalitären Staat darstellt, dann bleibt es schleierhaft, wie sie einen Preis gewinnen kann, bei dem es um Verständigung geht. Die Redebeiträge allesamt waren eine Katastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass hier bei einer solchen Veranstaltung, bei der Leipziger Buchmesse, bei der man ja annehmen musste, dass auch viele Intellektuelle hier unterwegs sind, also auch diejenigen, die meinungsbildend sind, die Multiplikatoren sind, sich so dermaßen an einer öffentlichen und offen zur Schau gestellten Anti-Russland-Propaganda ergötzen. Das war also wirklich unglaublich. Man hatte das Gefühl, man ist bei einem Parteitag der Sozialdemokraten. Also alles, was irgendwie mit Vaterlandsliebe, mit Heimat, mit dem Bewahren traditioneller Werte zu tun hatte, wurde kategorisch platt gemacht. Der Westen ist sozusagen das Gute, das Liberale und Mittel- und Osteuropa überall dort, wo Heimatliebe sich wieder Bahn bricht. Das wurde also verteufelt und es wurde so getan, als wenn das Übel der Welt sei. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das hier sozusagen stellvertretend stehen soll für das intellektuelle Mittel- und Westeuropa, dann ist es um Europa wirklich nicht gut bestellt. Perhaps if you're interested. You're not? All my interviews are scheduled. You're not interested? It's just all my interviews are scheduled through my publisher. Okay. That's it. You're not interested? I'm definitely not interested in talking to a guy who's got Putin on his chest now. Okay. 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 It's okay. Okay, thank you.